Servus Leute, hier in der Cooking Akademie und heute machen wir Blätterteigschnecken mit Räucherlachs, Creme Fraiche und Cheddar. Let's go! So, das erste, was ihr macht, ihr tut den Blätterteig ausrollen und haut da das Creme Fraiche erstmal drauf. Schön ordentlich, viel hilft viel, deswegen ordentlich draufballern. Dann schön den Schnittlauch in Ringe schneiden und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ihr könnt da alles draufhauen, was ihr wollt. So, ich mache jetzt da Räucherlachs drauf. Ihr könnt aber auch Speck drauf machen, ihr könnt das auch Flammkuchenart machen, ihr könnt es auch nur mit Käse machen, also da habt ihr gar keinen Stress, ihr könnt da bestimmt auch Tomate drauf machen, also Tomate, Mozzarella, da gibt es keine Grenzen, Leute. Haut drauf, was ihr wollt, probiert es aus, ist immer geil und ziemlich einfach. So, dann ein bisschen Backpapier nehmen, ich habe kein Backpapier genommen, ich habe ein bisschen Olivenöl drauf gestrichen und habe die dann drauf gemacht. Habe dann noch ein bisschen Schnittlauch oben drauf gemacht, dass es einfach noch schön aussieht, ne? Bisschen Liebe und ein bisschen Eigelb. So, dann ist es eine wunderbare Sache und dann braucht es auch gar nicht lange, dann ist das Ding auch schon fertig und dann schmeckt es auch ziemlich geil, Leute. Ich bin Geil drauf, ich wünsche euch was, Geil drauf bleiben, euer Darius.